So, kurz bevor ich beginne, nochmal zum Text. Wir haben das eh schon mehrmals gehört, dass muslimische Frauen, gerade sichtbar muslimische Frauen heutzutage mit vielen Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu kämpfen haben und mit viel Diskriminierung. Und genau all jenen Frauen ist dieser Text hier gewidmet. Der Chef öffnet Fatimas Lebenslauf und wirft wie gewohnt einen kurzen Blick drauf. Doch dann gehen vor Überraschung die Augen weit auf. Ein Bild bringt das Gleichgewicht auseinander. Fatima, 22, Bachelor im Wirtschaftsbereich. Und weil ihr das noch nicht reicht, fängt sie jetzt mit ihrem Master an. Und weil sie durch zwei Praktika schon Erfahrung gewann, möchte sie mir jetzt zeigen, wie gut sie meine Kundschaft betreuen kann. Irgendwas ist da noch komisch dran. Also, sie hat einen guten Abschluss und wirkt recht qualifiziert, hat etwas Erfahrung gesammelt und scheint sehr raffiniert, aber trägt zugleich ein Kopftuch. Wie kann das sein? Ich meine, wie soll sie damit mein Unternehmen repräsentieren? Wie soll eine Frau mit Kopftuch... Nein, ich werde mich jetzt einfach auf ihre Fähigkeiten konzentrieren. Ich werde ihr eine Chance geben und ein wenig in sie investieren. Ich werde meine Entscheidung auf ihre Qualifikation basieren, anstatt mich bloß auf das Kopftuch zu fokussieren. Aber meine Kundschaft... Wie wird die darauf reagieren? Werden sie einer Frau mit Kopftuch vertrauen oder das Vertrauen in mein Unternehmen verlieren? Also, wenn meine Kunden dieses Tuch nicht akzeptieren, wird das mein Geschäft ruinieren. Und sowas darf einfach nicht passieren. Aber wer weiß, vielleicht, ich könnte mich ja auch irren. Vielleicht ist es gut für die Firma, eine Frau mit Kopftuch zu inkludieren. In anderen Ländern scheint das sehr gut zu funktionieren. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr im Urlaub, als wir am Londoner Flughafen auf Sicherheitsbeamtinnen mit Kopftuch trafen und mich schien das als einzigen zu verwirren. Dort konnten es einfach alle tolerieren. Nein, sie haben es mir als selbstverständlich angesehen. Aber die Realität kann ich hier auch nicht verdrehen. Ich muss gestehen, die Entscheidung fällt mir schwer. Ich lade sie mal ein und dann können wir das erklären. Ich sitze im Wartebereich, innerlich motiviert. Gleich habe ich mein Ziel erreicht. Es war bisher wirklich nicht leicht. Allein dieses Jahr habe ich 100 Bewerbungen eingereicht. Schon ärgerlich, wenn ich das mit Freundinnen vergleiche. In vielen Fällen muss ich die doppelte Arbeit erbringen. Aber diesmal wird mir das einfach gelingen. Ich lasse mich jetzt auch nicht unterkriegen, ich lasse mich nicht demotivieren. Ich werde mein Ziel verfolgen und andere Menschen inspirieren. Ich werde meiner Gesellschaft zurückgeben und was Nützliches kreieren. Ich werde mit meiner Leistung Vorurteile korrigieren. Aber ob mich der Chef wirklich akzeptieren wird, also mein Kopftuch, wie wird er dem wohl gegenüberstehen? Er hat das Bild ja eh im Lebenslauf gesehen und mich eingeladen. So schief kann das also nicht mehr gehen. Wobei, wäre ja nicht das erste Mal. Es ist ja schon mal geschehen, dass ein Chef nach dem Gespräch erwähnt, er würde mich ja urgerne nehmen, wenn ich dieses Kopftuch abnehme. Wie soll ich als muslimische Frau meiner Gesellschaft zurückgeben, wenn mir die Möglichkeit nicht geboten wird, wenn immer von Integration geredet, aber sie mir mit Kopftuch schon fast verboten wird? Solche Sachen werden einfach so geäußert, vollkommen unbedacht, ohne zu wissen, was das bei mir auslöst und innerlich mit mir macht. Ich meine, alles, was von mir bis jetzt verlangt wurde, habe ich vollbracht. Ich habe so viele Jahre mit meiner Bildung und dem Studium verbracht, seit meiner Kindheit. Wird mir von Jahr zu Jahr immer wieder eingeredet, immer wieder beigebracht. Deine Bildung ist Macht. Ein guter Abschluss, Fatima, wird dir Türen öffnen. Das habe ich bis jetzt auch gedacht, aber manchmal habe ich einfach den Verdacht,
dass es nicht mehr ausreicht, qualifiziert zu sein. Wenn Leistung immer hochgeschrieben, aber deine Leistung oft begegnet wird mit Danke, Nein. Und das allein wegen deiner Identität, dann die Bürotür öffnet sich und der Chef bittet sie hinein. Und schon im Vorein erklärt ihr, ihr Lebenslauf scheint schon mal sehr gut zu sein. Und wie der Prozess es vorschreibt, fragt er weiter, um zu wissen, wer jetzt wirklich vor ihm steht. Er fragt weiter, wie es denn ausschaut mit Erfahrung und Flexibilität. Also, wenn sie mich nehmen, dann hat der Job höchste Priorität. Der Chef? Vollkommen beeindruckt. Also, über sie kann ich mich hier wirklich nicht beklagen, nur um ehrlich zu sein. Da gibt's eine Sache, da bin ich noch ein bisschen am Zagen. Werden Sie denn das Tuch bei der Arbeit auch tragen? Ja, selbstverständlich. Das ist mir sehr wichtig, führt Fatima fort zu erklären. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Ihnen das Leben ja wirklich nicht erschweren, aber das muss ich dann noch mit dem Team abklären. Dankeschön. Fatima verlässt das Büro, innerlich noch etwas unsicher. Eigentlich lief das ja sehr gut hier, aber ob er mich wirklich nehmen wird? Was wird bei seiner Entscheidung siegen? Sein Vertrauen in meine Fähigkeiten oder seine Vorurteile? Was wird auf seiner Waage überwiegen? Dankeschön.